Die Kreisverwaltung Düren, wir gratulieren sehr herzlich. Und wir wollen halt versuchen, Nachhaltigkeit und die Botschaft in den Alltag der Schülerinnen und Schüler zu integrieren. Wir haben uns im Kreis Düren entschieden, ein sogenanntes Brückenbauerprojekt zu kreieren. Das heißt, wir setzen auf 14 junge Menschen in einer Schule, die uns als Botschafter dienen, diese Botschaft der Nachhaltigkeit in all ihren Facetten zu teilen und weiterzutragen. Was mich motiviert, als Brückenbauer zu engagieren, war, die anderen Menschen zu sagen, wie Unterschied es ist zwischen meiner Heimat oder den afrikanischen Ländern oder anderen Ländern und Deutschland. Weil jeder hat verschiedene Kulturen. Und dann kann der Person mich verstehen. Dementsprechend haben wir eine bessere Atmosphäre in Zukunft, dass wir nicht immer in Konflikt geraten. Ich fand es sehr spannend. Vieles war sehr neu für mich. Wir helfen uns gegenseitig. Ich habe schon mal meine Kollegen auch gefragt, wie baust du quasi die Unterrichten auf? Und natürlich helfen wir gegenseitig, das ist schon hilfreich. Mein Ziel ist auch mitzuwirken, um diese 17 Nachhaltigkeiten richtig zu verwirklichen zu können und dabei auch mich selbst weiterzuentwickeln. Wir werden das komplette Preisgeld zum Ausbau unseres Brückenbauerprojektes einsetzen.